Also, heute gibt's ein Antwortvideo von mir auf den guten Jörg, ein sonst englischer YouTuber, also der englischsprachigen Content macht. Ich kannte ihn auch schon, ich habe ihn vor vielen Jahren, habe ich mal gesehen, da war er noch ziemlich klein, fand ich auch ganz nett, ist aber nicht so mein Thema, von daher habe ich es dann nicht mehr geschaut. Und jetzt setzt er sich für die Freiheit bei YouTube ein. Sehr vernünftig, gerade für ihn, hochinteressant, weil er ist natürlich das allererste Opfer. Waffen mag man ja heute gar nicht mehr. Es ist ja im Grunde genommen schon illegal, heute ein Küchenmesser zu kaufen und damit nach Hause zu fahren. Passiert zwar in der Regel nichts, aber wenn man angehalten wird und man es dann ganz genau nimmt, dann haben sie schon ein bisschen Probleme. Also ja, ist nicht mehr so einfach heute. Da ist die Schwelle schon sehr, sehr niedrig gesetzt. Und wenn es da einen Kanal gibt, der sich nur mit Waffen beschäftigt, naja, also dass der eben auf der Liste oben steht, das wundert natürlich nicht so wirklich. Also erstmal Glückwunsch. Genau das Richtige, was man machen muss. Ich selber denke mir das auch schon seit Jahren. Hab da auch schon ein bisschen was probiert. Ich persönlich kann es nicht machen. Ich habe aber jetzt schon mehrfach YouTuber angeschrieben, wo ich denke, die könnten das Ruder reißen, weil die ein sehr gutes Standing haben in der YouTube-Community und weil die auch, ja, was ja die wenigsten sind, relativ fair und objektiv sind. Namentlich habe ich da Mirko Drotschmann kontaktiert. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die nette Sendung, die ich mal mit ihm hatte. Leider hatte der Mirko nicht einmal eine Antwort für mich parat, obwohl wir uns ja sogar persönlich kennen. Gleiches dann bei Holger von MGTV. Auch hier keinerlei Reaktion. Tja, was will man machen, ne? Auch hier jetzt habe ich ihm Jörg sozusagen meine Hilfe angeboten. Der Kommentar hat auch einige gute Bewertungen, ist jetzt 2 Tage her. Der Jörg hat es nicht für nötig gehalten, auch nur irgendwie ein Danke drunter zu schreiben oder so. Oder sich sonst irgendwie zurückzumelden. Und wenn es nur ein Einzeiler wäre, ein freundlicher. Was soll man da noch sagen, ne? Irgendwie sind da die Anstandsformen ein bisschen verkommen in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl. Bei mir im Kanal kennt man da was anderes. Aber gut, jeder wie er mag, ne? Also grundsätzlich finde ich die Sache super. Genau so geht's, genau das muss man machen. Ich wünsche Ihnen da viel Erfolg dabei. Ganz, ganz spitzen Sache und ich unterstütze das auch weiterhin, obwohl ich da jetzt schon wieder ein bisschen enttäuscht bin, dass man da noch nicht einmal irgendwie eine Einzeiler zurückschreiben kann, wenn einem da einer schreibt. Dann geht's halt gleich wieder los mit den falschen Vorstellungen. Er beginnt sein Video mit der Ankündigung, YouTube vertreibt die normalen Creator und das machen sie wegen dem großen Profit. Sorry Jörg, aber totaler Quatsch. Mit Profit hat das überhaupt nichts zu tun. Wenn's nach Profit gehen würde, dann dürftest du dir nicht einen einzigen Klick entgehen lassen und nicht 90% der beliebtesten Sachen von YouTube verbannen. Weil das sind nun mal die privaten Creator. Die ganzen Mainstream-Sachen sind ja schon seit 10, 15 Jahren auf YouTube, aber keiner wollte sie je sehen. Außerdem wäre es ja auch ein leichtes, da verschiedene Kategorien einzuführen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Werbetreibender unbedingt, wie du sagst, bei Will Smith werben will, dann könnte man ja eben 3 Kategorien einführen. Günstig, mittel, ganz teuer und dann muss man halt, wenn man bei Will Smith werben will, muss man dann halt ganz viel zahlen. Wenn man bei was Normalem werben will, muss man normal zahlen. Und wenn man bei was Umstrittenem werben will, dann kriegt man es ganz günstig. Auf die Art und Weise würdest du viel, viel mehr Profit machen, als das, was wir jetzt gerade sehen, nämlich dass du dir ganz viele Millionen, Milliarden und Fantastilliarden Klicks entgehen lässt. Also totaler Quark, sorry, muss ich so sagen. Ich sag dir mit, was das zu tun hat. Mit politischer Einflussnahme. Da wird Druck ausgeübt. Du erinnerst dich ans Rezo-Video? Das war wohl die Spitze des Eisbergs. Die Jungs haben gemerkt, Junge, Junge, das ist gefährlich. Da rennen ein paar tausend YouTuber rum und dann machen die mal ein Video und dann kriegt es Millionen von Aufrufe. Das kann gefährlich werden. Stichwort Meinungsfreiheit, Stichwort Pressefreiheit und so weiter und so weiter. Da ist es doch viel bequemer. Wir haben irgendwie 10, 20, 50 Mainstream-Kanäle, die dann noch vielleicht nochmal 3 Unterkanäle haben, die dann schon von selbst einigermaßen auf, dass sie jetzt nichts allzu Schlimmes sagen. Und wenn sie mal was Schlimmes sagen, dann haben wir die 30 Nummern abgespeichert, dann rufen wir da mal freundlich an. Darum geht's, um Kontrolle. Jetzt zu deinem Lösungsansatz, IG Metall ins Boot geholt. Eine nette Sache, kann man machen am Rande, aber du überschätzt das. Die IG Metall wird dir da wenig bringen. Was hat die IG Metall denn in den letzten 20 Jahren Tolles erreicht? Das ist selbst quasi eine Behörde. Weder haben die Top-Juristen des Landes noch, naja,
Ich will die jetzt auch gar nicht so arg dissen. Wenn die am Rande dabei sind und ein bisschen unterstützend dabei sind, ist das eine gute Sache. Dadurch gibt's auch Presse und macht die Sache ein bisschen wichtiger vom Titel her und so weiter. Schön. Aber die werden dir die Sache nicht retten. So viel steht mal fest. Was du brauchst, ist eine Verhandlungsmasse. Wenn, dann, um es mal krass zu sagen, du musst YouTube Angst machen können. Das ist das Problem, sie sitzen am langen Hebel und wir eben am kurzen. Es interessiert die nicht, wenn du denen schreibst, ich gehe zu einem anderen Videoportal als Einzelcreator. Dann denken die sich, na geh doch, ihr könnt uns gar nichts, wir können euch alles. Das ist das Problem. Und deswegen musst du Verhandlungsmasse aufbauen. Und wie kriegst du die? Die kriegst du dadurch, dass du eben die 500, 1000, 2000, 5000 größten YouTuber anschreibst und nach Möglichkeit auch einen großen Teil davon hinter dich bekommst. Dass die sagen, okay, finde ich eine gute Idee, machen wir, wie du es richtig sagst, eine Union. Die ganzen kleineren YouTuber, die braucht kein Mensch. Sorry Jungs, wenn ich das jetzt so sag, ist nichts gegen euch, aber ihr bringt ihm nichts. Jedenfalls nicht direkt. Das ist was für die Großen. Die können hier was machen, von euch braucht man Unterstützung, dass ihr die Sache wohlwollend begleitet. Aber ob da jetzt ein YouTuber mit 100 Abos dabei ist oder nicht, das ist völlig egal. Wir brauchen für die Verhandlungsmasse die großen YouTuber. Und möglichst viele von ihnen. Die hat man dann alle in einem E-Mail-Verteiler, dass man eben Kontakt mit denen aufnehmen kann, schnell oder in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder keine Ahnung, irgendwas, was halt am besten ist, um immer schnell alle und zuverlässig zu erreichen, damit man diese Herde so ein bisschen leiten kann. Und dann musst du eben nicht als kleiner Bittsteller bei Google antanzen und sagen, bitte, bitte mach doch und das wäre schön und das würden wir uns wünschen, sondern du kannst auf Augenhöhe mit denen sprechen. Vielleicht sogar von oben herab und sagen, Jungs, hört mal zu, diese Vorstellungen haben wir, das sind alles faire Sachen und wenn wir die nicht umgesetzt bekommen, dann werden morgen Schlag 8 Uhr 1000 große YouTube-Creator inklusive ihrer 20 Millionen Fans alle geschlossen auf eine andere Videoplattform wechseln. Und dann gehen bei YouTube quasi mehr oder minder die Lichter aus, weil logischerweise folgen ihnen dann die Fans. Vor allem, wenn es eben in diesem großen Umfang stattfindet, dass auf einmal alle wechseln, alle maßgeblichen YouTuber. Das wäre für YouTube der Super-GAU. Und genau das musst du erreichen. Ob man das dann macht oder nicht macht, ist wieder eine ganz andere Frage. Man sollte aber in der Position sein, dass man das tun könnte. Weil dann hast du Verhandlungsmasse. Und dann kannst du sagen, was hier gemacht wird. Und dann auch noch ein kleiner Tipp. Ihr redet jetzt hier in eurem Video von allen YouTubern. Das wird nicht funktionieren. Und das macht auch keinen Sinn. Um YouTuber, die 20 Abonnenten haben, müssen wir uns nicht kümmern. Die brauchen keinen persönlichen Ansprechpartner. Die brauchen auch keine großen Erklärungen, wenn mal der Kanal verschwindet oder sonst was. Die haben ja gar nichts zu verlieren. Außerdem ist das nicht finanzierbar. Du kannst nicht für Hinz und Kunz da Leute engagieren. Aktuell arbeiten für Deutschland, Österreich und die Schweiz genau 3 Leute im Kundendienst. 3. Meinst du, die stellen 20.000 ein? Nein, werden sie nicht. Und es macht auch wenig Sinn, für so einen kleinen Kanal so viel Aufwand zu betreiben. Aber deine Forderungen sind sehr richtig. Man sollte sie eben nur einschränken, dass man eben sagt, ab 10.000 Abonnenten oder meinetwegen auch ab 5.000 oder so. Aber es muss doch schon eine gewisse Relevanz da sein. Und dann muss man sagen, gut, hier braucht es jetzt einen persönlichen Ansprechpartner und hier wird wirklich richtig geschaut, dass alle zufrieden sind. Nach Lösungen gesucht, nicht gelöscht, sondern gesagt, das gefällt uns nicht, macht das bitte anders. Und eben, ja, lösungsorientiert geschaut, was man da machen kann. Weil das wäre auch ziemlich leicht umsetzbar. Dann brauchst du nicht viele Angestellte, dann brauchst du nicht 20.000, sondern dann reichen wahrscheinlich 50 oder so. Hinzu kommt ja noch, dass Leute, die 10.000 Abos haben, auch das ganze Gedöns kennen und von alleine viel weniger Fehler machen und viel besser Bescheid wissen, als jetzt irgendwelche 13-Jährige, die 10 Leute auf dem Kanal haben. Die machen sich einfach einen neuen auf und dann sind sie im Grunde genommen wieder da, wo sie vorher waren.
Das sind die Sachen, die du da optimieren solltest. Wie gesagt, IG Metall würde ich nicht so zentral stellen, sondern eher ein bisschen an den Rand. Zentral musst du bleiben oder irgendjemand, der den Laden managt, so eine Art Verein machen oder wie auch immer, in welcher dann die größten YouTuber alle sind. Ich sag jetzt mal ab auch wieder 10.000 Abonnenten oder so, macht es dann halbwegs Sinn. Oder ab 100, 250.000, 500.000 Views im Monat, da macht es dann Sinn. Und da müsste man dann eben schauen, dass man da 1, 2, 3, 5.000 solcher YouTuber in so eine Union bekommt, dass man die auf irgendeiner Seite unterrichtet, vielleicht jeden Tag mal 1, 2 kleine Artikel schreibt, was es Neues gibt, am besten intern, damit es nicht so nach außen dringt, und dass man eben auch mal so eine Meldung rausgeben kann, à la YouTube Strike. Wir gehen jetzt alle für eine Woche zu einem anderen Anbieter, zum Beispiel zu Dailymotion oder BitChute oder was auch immer. Diesen einen Punkt, mit dem steht und fällt alles. Wenn du glaubst, dass du da vor Gericht gehen kannst und irgendwas Relevantes erstreiten, das kostet nur viel Zeit, viel Geld und rauskommen wird wenig bis gar nichts. Hingegen wird sehr viel rauskommen, wenn du dich mit dem YouTube-Chef zusammen an den Tisch setzt und sagen kannst, Jungs, wir haben 2000 YouTuber hinter uns, die haben zusammen 50 Millionen Abos oder 200 Millionen Abos und deckt quasi fast jeden YouTube-User ab, den es irgendwie so gibt. Und wenn ihr da jetzt nicht mal ein bisschen entgegenkommender seid und mit uns tatsächlich an einer vernünftigen Lösung arbeitet, dann werden wir die Biege machen, alle gemeinsam geschlossen. Weil das weißt du, das weiß ich und das wissen auch die. Würde das passieren, dass tatsächlich die größten 1000 oder 2000 YouTuber morgen ein Video rausbringen, wo sie sagen, YouTube ist doof, YouTube ist blöd, YouTube behandelt uns schlecht, liebe Gemeinde, wir gehen ab morgen nach BitChute oder nach Dailymotion. Alle anderen großen YouTuber gehen übrigens auch mit. Also macht euch mal schnell einen Account. Ab morgen geht's nämlich dort weiter. Das wäre der mega super GAU für YouTube. Wäre tot. Es wäre doch niemand mehr da. Was willst du noch bei YouTube, wenn quasi alle in Anführungszeichen bei BitChute oder Dailymotion ab dann sind? Im Grunde genommen kann man sagen, die Verhältnisse würden sich umdrehen. Die Creator, wir, die 2000, 5000 größten Kanäle würden ab morgen am Drücker sitzen und YouTube sagen, wo es lang geht. Weil gemeinsam haben wir die Macht, den Laden dicht zu machen. Zumindest in unserer Region hier. Weil die Nutzer sind ja nicht wegen YouTube bei YouTube, sondern die Nutzer sind bei YouTube wegen den 2, 3, 5, 10.000 Creatern. Zumindest zu größten Teilen. Und die anderen kleineren Creator, die würden dann sowieso mitwechseln, wenn sie merken, dass die Großen alle gehen. Also da muss dein Hauptaugenmerk drauf sein. Die größten YouTuber musst du hinter dich bekommen, nicht die IG Metall. Wie gesagt, nette Geschichte, nett für am Rande, aber glaub mal nicht, dass die dir da groß was reißen. Das mein Gratistipp an dich für die gute Sache, obwohl du so unfreundlich warst und mir noch nicht einmal einen Einzeiler gewidmet hast. Aber was soll's. Ich bin weder eitel noch beleidigt. Mach du mal ruhig, mach du wegen mir auch gern alleine. Aber diesen Tipp solltest du beherzigen. Darum dreht sich's, weil tatsächlich dreht sich letztlich vieles um Profit, das ist schon richtig. Allerdings muss man es dann schon auch zu Ende denken und nicht nur immer wie so ein Sozi Profit, Profit, Profit schreien. Da steckt schon was Vernünftiges dahinter. Profit ist nichts Schlechtes. Du hast es mit dem Profit wie so viele nur nicht ganz verstanden. Profit macht man sicherlich nicht, und das leuchtet dir sicherlich, wenn ich so sag, auch ein. Profit macht man nicht, indem man massig Creator, die für massig Traffic und Klicks sorgen, rausschmeißt. Sondern Profit macht man damit, dass man jeden einzelnen Klick mitnimmt und am besten keinen einzigen verschenkt. Und das, da sind wir uns hoffentlich einig, erreicht man sicherlich nicht, wenn man alle, die bislang YouTube groß gemacht haben, auf einmal wie das allerletzte behandelt und vergrault. Wie gesagt, das kommt eher aus der politischen Ecke. Die einzige Chance, die wir da haben, ist es eben, YouTube noch größeren Druck zu machen, als er da aus anderer Richtung kommt. Weil für kleine Einbußen, da wird YouTube gerne gegenüber der Regierung kooperativ, aber wenn sie ihre kompletten Fälle wegschwimmen sehen, dann wird die Einstellung schnell ins Gegenteil umschlagen und dann ist eben YouTube das Hemd näher als die Hose und sie werden sich da in die andere Richtung so querstellen, wie es nur irgendwie geht. Also nicht warten, bis sich alle bei dir melden, sondern melde dich bei ihnen. Hier noch ein weiterer kleiner Tipp am Rande, wie du die YouTuber erreichst. Melde dich bei Holger Kreimeier von Massengeschmack TV, melde dich bei Mirko Drotschmann,
Das sind somit die YouTuber, die mit am vernünftigsten sind aus dem, wenn man so will, Mainstream-Bereich, die auch viele Kontakte zu anderen YouTubern haben. Wenn die eine Sendung darüber machen und das so ein bisschen pushen, dann wäre das ein großer Gewinn für dich und für die Sache. Und die haben halt auch die Möglichkeit, noch zusätzlich die ganzen YouTuber anzuschreiben, zu kontaktieren. Die haben von den meisten die persönlichen Kontaktadressen, Telefonnummern und so weiter. Deshalb habe ich auch damals mich an die gewendet und es ihnen gesagt, weil die eben die besten Voraussetzungen haben, um sowas zu machen. Die haben sowohl ein bisschen ein Standing bei den ganzen Fun-YouTubern als auch bei den ganzen politischen und erwachseneren YouTubern. Ja, mach das und ich hoffe, du hast damit Glück. Das funktioniert und da kommt was bei raus. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. In diesem Sinne, alles Gute und viel Erfolg.